Ja, vielen Dank, Frau Schütt, für die schöne und informative Einleitung. Herzlichen Dank dafür. Ich würde ganz kurz noch einmal die Kolleginnen und Kollegen erwähnen, mit denen wir hier zusammen in Weimar das Projekt durchgeführt haben. Zu unserem Team gehörte Christine Melzer, die auch einen kunsthistorischen Part übernahm. Sie ist heute in Berlin am Kupferstichkabinett tätig. Oben rechts sehen Sie Oliver Hahn von der Bundesanstalt für Materialforschung, der auch mit am Projekt tätig war. Unten links ist Georg Dietz zu sehen. Mit mir, glaube ich, der Georg Dietz ist Papierhistoriker und in Dresden. Und es ist dann noch aus Weimar tätig gewesen, Uwe Golle, den Sie ganz rechts sehen, ganz rechts außen, der zusammen hier auch mit Carsten Wintermann die Restaurierungsabteilung in der Klassikstiftung leitet und führt. Ja, das war unser Team, was eben seit 2018 hier in Weimar die niederländische Zeitung insgesamt angeschaut hatte. Wie ein Hurricane ist die Rembrandt-Forschung in den letzten 100 Jahren auch durch die Zeichnungsbestände in Weimar gefegt. So nahm Cornelis Hofstede de Groot den ehemals oder von den ehemals 50 Zeichnungen nur so nahm Cornelis Hofstede de Groot von den ehemals 50 Zeichnungen zur Zeit um 1900, die aus der Goethe-Sammlung und aus der Großherzoglichen Sammlung stammen, nur noch 25 Zeichnungen in sein erstes kritisches Werkverzeichnis von 1906 auf. Und Otto Benisch erfasste in seinem Werkverzeichnis aus den 1950er Jahren nur noch 11 Rembrandt-Zeichnungen, bevor unser geschätzter Kollege Peter Schadborn 2019 in seinem neuen Werkverzeichnis gerade mal 5 Zeichnungen in Weimar als eigenhändig gelten ließ. Darunter immerhin 4 Zeichnungen aus der ehemaligen Goethe-Sammlung, was aufhorchen lässt. Mit großer methodischer Skepsis und wohl auch Unverständnis hätte Goethe aber die gerade gesehene Verlustgeschichte des originalen Bestandes an Rembrandt-Zeichnungen in Weimar insgesamt wohl zur Kenntnis genommen. 2 Aspekte hätten ihn besonders irritiert. Zum einen der essentielle oder sagen wir substanzielle Stilbegriff, der der kennerschaftlichen Auseinandersetzung mit den Rembrandt-Zeichnungen bislang zugrunde gelegt worden ist und auch immer noch zugrunde liegt. Also dass man davon ausgeht, dass es so etwas wie ein allgemeines Substrat gibt, was allen Zeichnungen in allen Rembrandt-Zeichnungen in irgendeiner Weise gemein ist. Zum anderen der lange Zeit fehlende Einsatz von naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden zur Erfassung der Materialität der Rembrandt-Zeichnung. Untersuchungsmethoden, die bei der Betrachtung der Gemälde Rembrandts durch das Rembrandt Research Project bereits seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, wir haben davon jetzt ja vielfach gehört, zum Einsatz gekommen sind. Zu den frühesten materialwissenschaftlichen Untersuchungen im Bereich der Rembrandt-Zeichnung gehören die Analyse von 3 Rembrandt-Zeichnungen aus dem Metropolitan Museum von Gary Charivaux und Maroje Shelley und die Untersuchung der sogenannten Münchner Rembrandt-Fälschung durch Andreas Burmeister und Konrad Renger. Beide Forschungsprojekte waren in den 80er Jahren erstmals überhaupt zur Geltung gekommen. Angesichts dieser frühen und fundierten materialwissenschaftlichen Studien muss es überraschen, dass sich für den Bereich der Zeichnungen bis heute, muss man sagen, kein Rembrandt Research Project für Zeichnungen gebildet hat. Immer noch obliegt die kritische Durchsicht der Zeichnungen den einzelnen Kennern, die für sich einen eigenen Olymp der Autoritäten bilden. Feder in Braun ist daher weiterhin der Minimalkonsens bei den Tintenangaben zu Rembrandts Federzeichnungen, auch in dem neuen, vor 3 Jahren erschienenen Werkverzeichnis der Rembrandt-Zeichnungen. Weder werden die verwendeten Papiere bestimmt und gegebenenfalls miteinander verglichen, noch werden im Einzelnen die Zeichenmaterialien analysiert und für die Untersuchungen und die Stilkritik mit herangezogen. Okay, ich denke mal, bei Peter Schadborns Katalog Raisonné ist das im Format des Kataloges geschuldet. Es ist eben ein Taschenbuch. Insgesamt aber sollten wir uns verstärkt fragen, und das wollen wir heute oder gleich tun, was wir eben von der Zeichnungswissenschaft, wenn sie denn eine ist, erwarten dürfen und können. Im Folgenden soll es darum gehen, an 5 Beispielen den sinnvollen Einsatz der Materialanalyse und im Besonderen der Röntgenfluoreszenz und der Multispektralanalyse für die klassische Stilkritik zur Diskussion zu stellen. Wir werden bei diesen Beispielen zugleich versuchen, auf Fragestellungen einzugehen, die in der sehr inspirierenden Frankfurter Ausstellung von Stefanie Dicki und Jochen selbst
thematisiert werden. Und wir hatten noch das Glück, dass wir im Oktober uns die Ausstellung in Ruhe anschauen konnten. Ob wir damit allerdings auch das Interesse Rembrandts angesprochen hätten, mag dahingestellt sein. Er hätte vielleicht ein wenig über den Versuch geschmunzelt, wie auf der Zeichnung hier zu sehen ist, die auch in der Ausstellung zu sehen ist, dass wir versuchen jetzt hinter die Geheimnisse seiner Zeichenpraxis und seiner Werkstatt zu kommen. Machen wir aber gleich die Probe aufs Exempel. Mithilfe der Multispektral- und der Röntgenfluoreszenzmethode sind wir heute in der Lage, Zeichenpapiere auf ihre Wasserzeichen und auf ihre Struktur hin, ja bis auf die Ausrichtung der kleinsten Faser, zu untersuchen, um so gegebenenfalls zwischen bislang nicht zusammengesehenen Zeichnungen ungeahnte Zusammenhänge festzustellen. In der Frankfurter Ausstellung ist auch diese Kreidezeichnung links zu sehen, die früher einmal Rembrandt selbst zugeschrieben war, wie die alte Aufschrift zu erkennen gibt. Irgendwann aber hielt die Zeichnung dem kritischen Blick der Kenner nicht mehr stand. Es war der Kollege Martin Reuten-Kisch, der das Blatt wieder wachgeküsst hat, muss man sagen, indem er es als originale Zeichnung Rembrandts in seiner Online-Datenbank aller Rembrandt-Zeichnungen erneut zur Diskussion stellte. Martin Sonnabend hat in einem eigenen Online-Blog die ganze Argumentationskette, die dieser Neuzuschreibung zugrunde liegt, sehr instruktiv zusammengefasst. Uns interessiert hier im Augenblick nur das Wasserzeichen, das sich im Papier der Frankfurter Zeichnung befindet und das eben auch in einer Zeichnung in Weimar, die Sie rechts sehen, nachgewiesen werden konnte. Und auch diese reine Pinselzeichnung war früher Rembrandt selbst zugeschrieben, bevor sie über ein Jahrhundert ebenfalls in Vergessenheit geriet. Im Rahmen jetzt des Niederländerprojekts in Weimar, auf das Frau Schütt ja gerade hingewiesen hat, stellten wir nun fest, dass sich dasselbe Wasserzeichen, ein Buchstabe in einem Wappenschild mit Krone, darunter die Buchstabenfolge ICH und der Buchstabe M, auch in einer Rembrandt-Kreidezeichnung aus der zweiten Hälfte der 1640er Jahre in Berlin befindet, sowie in leicht modifizierter Form in einer Landschaft Rembrandts in Bayonne auch ebenfalls nachweisen lässt. Sie sehen die beiden Zeichnungen unten rechts etwas kleiner eingefügt. In diese Gruppe der Zeichnungen mit einem annähernd gleichen Wasserzeichen fällt nun auch das Frankfurter Blatt, das wir in unserer Rekonstruktion der Gruppe bislang gar nicht auf dem Schirm hatten. Wir sind daher Martin Sonnabend für die vielen Informationen sehr dankbar. Die Papieranalyse lässt somit die Hypothese zu, dass das Weimarer Blatt, das möglicherweise nicht beendet worden ist, zur selben Zeit wie andere authentische Rembrandt-Zeichnungen entstanden sein könnte. Also im engen Umkreis Rembrandt und seiner Werkstatt. Mehr wollen wir vorerst nicht behaupten. Carsten, jetzt willst du übernehmen? Ja. Wie machen wir die Wasserzeichen sichtbar? Ich muss dafür kurz ausholen und etwas technisch werden. Die für diesen Vortrag ausgewerteten Analysedaten haben wir hauptsächlich mit diesen beiden Geräten erhoben. Zum einen links die von der Firma Microbox und uns für die grafischen Kabinette entwickelte neue Multispektralkamera, oder lassen Sie mich dies genau spezifizieren. Wir nennen es mittlerweile auch Multispektrometer. Warum? Dies wird sich Ihnen auf der nächsten Folie erschließen. Zum anderen rechts, wie bereits gestern und heute Vormittag auch schon erwähnt, der Micro XRF Röntgenportalscanner M6 von Bruker. Wir nennen ihn Micro XRF-Portal-Scanner, weil wir besitzen eine spezielle Sonderanfertigung. Wir können unseren Messspot bis zur kleinsten Größe von 35 Mikrometer herunterfahren. Das ist im Gemäldebereich nicht notwendig, zumal es ja auch dann bei dieser Größe der Gemälde wesentlich mehr Daten produziert. Dies ist im Vergleich zur Objektgröße der gestrigen Gemälde ein entscheidendes Merkmal. Vergleichbar der Untersuchung eines Pinselstrichs geht es um die Materialverteilung eines Tintenstrichs. Gerade die Beurteilung der Elementkonzentrationen im Randbereich oder auch Hof genannt, lässt Rückschlüsse zu verwendeten Materialien und Rezeptoren zu. Beide Geräte liefern uns diese Abbildungen. In der oberen Reihe erkennen Sie 8 Aufnahmen, hergestellt mit unterschiedlichen Wellenlängenbereichen von Lichtquelle und Sensorempfindlichkeit. Dieses Set nennen wir hier in Weimar verbindliches Protokoll. Alle unsere zu untersuchenden Objekte werden zunächst multispektral so untersucht. Dies schließt Messfehler aus und lässt uns später die Messungen genauer interpretieren.
Aus diesen 8 Aufnahmen, die Sie oben in der Reihe sehen, werden aktuell 3 weitere Aufnahmen, das ist einmal diese Aufnahme, ein Ausschnitt, und diese beiden Aufnahmen durch Algorithmen errechnet. Und jetzt komme ich endlich zum Punkt. Wie machen wir die Wasserzeichen sichtbar? Den Wasserzeichenforscher interessiert in der heutigen Zeit nicht allein das Wasserzeichen mehr, sondern er kann auch Rückschlüsse ziehen aus der Verortung des Wasserzeichens im Papierbogen und aus überhaupt der ganzen Art und Weise, wie die Papierstruktur sich zeigt. Also ist es notwendig, die vollständige Papierstruktur, also den ganzen Bogen, zu sehen. Diese Aufnahme nun ergibt sich aus dem Verso, das sehen wir hier, und die von der Durchlichtaufnahme digital abgezogen wird. Also diese wird dann von dieser abgezogen und wir sehen letztendlich die reine Papierstruktur ohne mit dem Wasserzeichen, ohne dass wir eine Lineatur drauf haben, wie wir das hier noch in der normalen Durchlichtaufnahme sehen, sodass das Wasserzeichen hier im dunklen Bereich kaum ersichtlich wird, jetzt in dieser verkleinerten Form sowieso. Aber Sie sehen das dann hier und hier in der Vergrößerung wird es ganz deutlich, es handelt sich um ein abgeschnittenes Wasserzeichen. Hier erwartet uns entweder ein Wappen oder eine Narrenkappe, irgendetwas in der Form. Und hier erkennen wir die Buchstaben HN mit dem M darunter. Ja, jetzt würde ich dir weitergeben. Kannst du gleich weitermachen? Für eine mögliche jetzt Reintegration der Weimarer Zeichnung in den größeren Komplex der Rembrandt-Zeichnung spricht nun auch, dass das Bayonnerblatt, was Sie links sehen, motivisch wohl dieselbe Amsterdamer Kanalszene wie das Weimarer Blatt zeigt. Zusammengefasst bedeutet das, allein mit Hilfe, ich sag mal, der bloßen Wasserzeichenanalyse gelingt es somit in einem ersten Schritt, die Weimarer, aber auch die Frankfurter Zeichnung wieder in den engeren Kreis der Rembrandt-Zeichnungen zurückzuholen. Von Interesse ist dabei, dass wir es mit 2 stilistisch sich ausschließenden Zeichnungen zu tun haben, die aber aufgrund der Papiere zu ein und demselben Zeitpunkt im nahen Umfeld entstanden sein können. Wir müssen immer sehr vorsichtig sein. Sie können natürlich auch 10 Jahre später entstanden sein. Von Rembrandt selbst sind keine Pinselzeichnungen, erst Pinselzeichnungen aus den 1650er Jahren bekannt, von denen Sie auf einem Tableau hier 2 weitere Beispiele oben in der oberen Reihe rechts sehen. Das Weimarer Blatt wäre möglicherweise unabhängig jetzt von der Frage der Eigenhändigkeit, Rembrandt oder nicht, ein ganz frühes Beispiel einer Reihenpinselzeichnung im Rembrandt-Kreis. Kommen wir zum 2. Fallbeispiel, Kopie versus Pauskopie. Die Materialforschung kann an den untersuchten Zeichnungen etwas sichtbar machen, was wir mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmen können. So können durch die Röntgenfluoreszenz und die Multispektralanalyse erstmals verklebte Rückseiten sichtbar gemacht werden. Ja, Sie sehen hier ein Beispiel. Die Zeichnung ist kaschiert und was vorn zu sehen ist, also von jetzt, was vorgesetzt ist, ist ein Elementverteilungsbild für das Element Eisen. Also auf der Rückseite der Zeichnung, für uns mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar durch die Kaschierung, ist eine Zeichnung aufgetragen in Eisengallustinte. Und mit Hilfe des Portalscanners können wir diese Zeichnung sichtbar machen, ohne dass wir die Kaschierung lösen müssen. Aber durch die Röntgenfluoreszenz und Multispektralanalyse kann eben auch können auch Vor- oder Unterzeichnungen von Zeichnungen freigelegt werden, die es uns ermöglichen, auch die Prozessualität einer Zeichnung, das heißt ihr schrittweises Entstehen, besser zu rekonstruieren. Rein stilistisch sollte es heute kein Problem mehr sein, jedenfalls im direkten Vergleich, eine Rembrandt-Kopie vom Original zu unterscheiden. Zur Unterscheidung trägt zudem der Tatbestand bei, dass die meisten Kopien eine mit schwarzem Stift, wohl zumeist Kreide, ausgeführte Unterzeichnung aufweisen. Man nahm mit Recht an, so vermerkte bereits Wilhelm Valentiner in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts angesichts einer mit dem bloßen Auge zu sehenden Unterzeichnung, ich zitiere, dass es sich dabei schwerlich um Originale handeln könne, da Rembrandt eine solche Vorarbeit im Allgemeinen nicht zu bedürfen scheint. Und so liegt auch der mit der Feder ausgeführten Verkündigung an Maria in Weimar, die Sie links sehen, im Gegensatz zum Original in Besançon rechts. Wir müssen einmal noch zurück. Achso, ja, okay. Ja. Hier nochmal, das links ist die Kopie und rechts ist das Original in Besançon zu sehen. Und so liegt auch der mit der Feder ausgeführten Verkündigung in Maria in Weimar links
Jetzt das nächste Tier. Zum Original, im Gegensatz zum Original in Besançon, rechts eine zum Teil mit dem bloßen Auge zu sehende Unterzeichnung zugrunde, die wir so jetzt freigestellt haben. Also letztes Jahr zum großen Teil heißt eigentlich, dass man hier ein paar Striche sieht, die nicht überdeckt wurden mit Eisengallus-Tinte und in diesem Bereich. Aber sonst sieht man, hat man keinen Blick über diese ausführliche Vorzeichnung, die wir letztendlich durch die Freistellung sichtbar gemacht haben. Und wie haben wir es freigestellt? Komme ich nochmal zurück auf unsere Übersicht. Wie schauen wir auf das rechts jetzt erweiterte Tableau von zuletzt? Die Infrarotreflektographieaufnahmen lässt sich sensorbedingt nicht mit der herkömmlichen Multispektralkamera aufnehmen. Diese kann Signale nur bis in den nahen Infrarotbereich, sprich 1050 Nanometer maximal empfangen. Für diesen Zweck müssen wir eine spezielle Infrarotkamera im Wellenlängenbereich von hier im Beispiel 900 bis 1700 Nanometer verwenden. Diese, vergleichbar wie die Osiris, findet im Gemäldebereich ja schon seit längerer Zeit Anwendung. Doch für ein Zeichenmittel wie Eisengallus-Tinte ist es notwendig, mit Filtern zu arbeiten. Spätestens bei einer Wellenlänge von 1400 Nanometer wird die Eisengallus-Tinte transparent. Sie verschwindet für unser Auge, also auch für die Kamera, und gewährt uns ungehindert den Blick auf die erste Anlage der Zeichnung. Falls keine Vorzeichnung vorhanden ist, können wir ein leeres Blatt Papier erkennen. Gut. Die hiermit, also mit der Hilfe der Infrarotreflektographie freigelegte Unterzeichnung in Graphit hat dem Kopisten somit als Vorzeichnung gedient. Soweit besteht in der Forschung allgemein Konsens. Kommen wir aber etwas genauer jetzt auf das Prozedere des Kopierens selbst zu sprechen. So zeigt die Überblendung der Unterzeichnung des Weimarer Blattes mit dem Original in Besançon eine vollständige und maßstabsgetreue Übereinstimmung. Die Weimarer Unterzeichnung wiederholt das Lineament des Originals minutiös, das heißt Strich, Strich für Strich. Das sieht man ganz besonders schön in diesem Sinne. Es handelt sich somit nicht um eine freie, aus der Hand gezeichnete Kopie, sondern um eine Pauskopie, das man besonders gut rechts in dem Detail sieht. Das relativ feine Papier der Weimarer Kopie lässt nun die Vermutung zu, dass der Kopist seinen Pausbogen zusammen mit dem Original gegen das Licht gehalten hat und mit dem Graphitstift von vorne das darunterliegende Lineament auf dem leeren Bogen durchzuzeichnen. Auf der Grundlage der durchgepausten Unterzeichnung zieht der Kopist dann gleichsam blind seine Linie mit der Feder ohne jede weitere anschauliche Vergewisserung des Originals. Wir haben es also nicht nur mit einer bloßen Kopie zu tun, sondern mit einer Pauskopie, die dann gewissermaßen 1:1 übereinstimmt mit dem zugrunde liegenden Original. Wir haben es hier nochmal so in der Überlagerung gezeigt, sowas. Wir sind gut in der Zeit. Gut, gehen wir zur nächsten Seite. Auch bei den drei anderen Federzeichnungen in Weimar, die von der Forschung schon früh als Kopien erkannt worden sind, lassen sich Unterzeichnungen nachweisen. Und wie bei der Verkündigung an Maria, handelt es sich in allen drei Fällen nicht um eine mit der Hand frei ausgeführte Nachzeichnung der jeweiligen Zeichnungsvorlage, etwa zu zeichnerischen Übungszwecken, die der Einübung in die Handeling des Meisters dienten, wie wir uns das ja doch irgendwie vorstellen würden, sondern um maßstabsgetreue, die Strichführung der Vorlagen 1:1 nachahmende Kopien. Auf der Grundlage von Pauskopien. Interessant nun aber ist im Zusammenhang ja mit der Frage nach dem Kopienwesen in der Werkstatt Rembrandts der Umstand, dass das Original, nachdem in diesen drei Fällen jeweils kopiert wurde, heute entweder als anonyme Rembrandteske Schülerarbeit oder einem namentlich bekannten Schüler zugeschrieben ist. So zeigt das Weimarer Blatt Rebecca und Elisée am Brunnen dieselbe Komposition, die auf einer Zeichnung in Washington zu sehen ist. Darunter sehen Sie immer gewissermaßen dennoch mal die von Carsten freigelegte Unterzeichnung der Pauskopie. Die Standhaftigkeit des Mutius Scaevola vor Porcena geht zurück auf eine Zeichnung in Paris,
die heute in der Louvre-Datenbank unter der Zuschreibung Manier Rembrandts geführt wird. Und die Anbetung der Könige wiederholten maßstabsgetreu eine Zeichnung im Schweizer Privatbesitz, die von Werner Sumowski Karl von Savoy zugeschrieben wurde. Das Besondere bei dieser Kopie ist, dass auch die Weißkorrekturen auf dem Original mitkopiert wurden. Der Kopist verwendete hierfür aber nicht wie im Original Kreide oder Bleiweiß mit flächigen Abdeckungen der zu korrigierenden Stellen, sondern Feldspat, ein bislang in der Werkstatt Rembrandts nicht nachweisbares Zeichenmaterial, was zudem keine besondere Deckungseigenschaft besitzt. Durch die Pauskopie wurde somit das Erscheinungsbild der kopierten Zeichnung einschließlich der vorgenommenen Korrekturen auf dem Original erfasst. Fassen wir. Das kann man auch, wenn ich sagen darf, hier nochmal sehen. Wir haben ja leider nur aus dem Katalog die Abbildung, aber hier gibt es Weißüberlagerungen und diese sind hier auch dann eben im Feldspat ausgeführt auf dieser Zeichnung. Fassen wir unsere Beobachtungen, das nächste Bildschirmkasten, kurz zusammen. Auffallend ist, dass es sich bei den 4 Kopien im Weimarer Bestand der Rembrandt-Zeichnungen ausschließlich um Pauskopien und nicht um freie, eigenhändige Kopien handelt. Auffallend ist zweitens, dass wenigstens 3 der Weimarer Pauskopien nicht nach originalen Zeichnungen Rembrandts entstanden sind, jedenfalls was den heutigen Erkenntnisstand betrifft. Vielmehr handelt es sich um Kopien nach Rembrandtesken Schülerzeichnungen der 1640er und 50er Jahre. Und die Sache verkompliziert sich noch dadurch, dass von den Kopien nach den Schülerzeichnungen weitere Kopien angefertigt wurden. Welche Schlüsse lassen sich daraus für das Kopienwesen in der Werkstatt Rembrandt ziehen? Zum einen lässt sich generell feststellen, dass das freie Kopieren nach Rembrandt-Zeichnungen in den späten 1630er Jahren bis zum Anfang der 40er Jahre in der Rembrandt-Werkstatt nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben muss, denn es haben sich nur wenige, wirklich ganz wenige Kopien nach heute eigenhändigen Rembrandt-Zeichnungen erhalten, zu denen eben die Verkündigung an Maria in Weimar gehört. Die namentlich bekannten Mitarbeiter Rembrandts in dem Zeitraum von 1635 bis 1642-45, also Govard Flink, Ferdinand Boll oder Gerbrand van den Eekhout, die auch in der Ausstellung in Frankfurt ja zu sehen sind, erlernten die Manier, so ist zu Schlussfolgern, seine Handling einzig durch die Herstellung von sogenannten Satellitenbildern oder Zweitfassungen der entsprechenden Gemälde Rembrandts, wie in der Ausstellung ja sehr schön zu sehen ist, oder aber sie setzten die erlernte Zeichenmanier, von dem man ausgehen muss, Rembrandts in eigenständige oder alternative Zeichnungsentwürfe um, aber eben nicht in Pauskopien. Insofern gibt es auch keine Satellitenzeichnungen, die in der Werkstatt Rembrandt ab den 1630er Jahren von Mitarbeitern für den Verkauf angefertigt wurden. Zeichnungen waren in dem Sinne keine Handelsware, was auch Sonja Del Rey in ihrem Beitrag im Frankfurter Katalog ja eigens betont hat. Zum anderen aber muss im Vergleich zu den wenigen Kopien nach originalen Rembrandt-Zeichnungen die hohe Anzahl von Pauskopien nach Schülerzeichnungen von der Mitte der 1640er Jahre an bis in die 60er Jahre überraschen. Denn wieso wurde in Rembrandts Werkstatt überhaupt nach Schülerzeichnungen kopiert und nicht, wie zu vermuten wäre, ausschließlich nach Zeichnungen des Meisters? Sollte man weiter davon ausgehen, dass die Pauskopien in der Werkstatt Rembrandt entstanden sind, wäre genauer als bisher nach der Funktion der Pauskopie im Werkstattbetrieb zu fragen. Alternativ könnte aber auch angenommen werden, dass es sich um Kopien handelt, die erst außerhalb von Rembrandts Werkstatt, also nach dem Verkauf der Zeichnungssammlung im Jahre 1665-66 entstanden sind. Zur Bestätigung dieser Hypothese müssten wir als erstes natürlich jetzt die Papiere der Kopien untersuchen, was bislang noch nicht systematisch geschehen ist. Das dritte Fallbeispiel. Der lesende Alte in Weimar, eine tatsächliche Satellitenzeichnung. Die hochformatige Zeichnung wurde von Hofstede de Groot 1906 als ein Werk Rembrandts in die Forschung eingeführt und zu dem Gemälde eines Eremiten in Paris in Beziehung gesetzt, das früher ebenfalls als eigenhändige Arbeit Rembrandts galt. Heute wird das kleinformatige Gemälde, was Sie hier mittig sehen, als Satellitenbild von der Hand eines anonymen Mitarbeiters angesehen, das in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu Rembrandts Jeremia, das Bild sehen Sie ganz rechts unten, um 1630-31 in dessen Werkstatt entstanden ist. Aber auch auf eine Radierung Rembrandts von 1631 ist hinzuweisen, die dasselbe Modell des lesenden Alten mit identischer Kopfhaltung zeigt, allerdings um 180 Grad gewendet.
Jedoch übernahm Benesch den lesenden Alten nicht mehr in sein Werkverzeichnis und schrieb die Zeichnung Jan Lievens zu. Das Rembrandt Research Project schloss aber die Möglichkeit nicht aus, dass es eine verloren gegangene Rötelzeichnung Rembrandts gegeben haben könnte, die nun als gemeinsame Vorlage für dessen Radierung, für das Pariser Gemälde sowie für die Weimarer Zeichnung mit ihrer schlechten Qualität, wie das Rembrandt Research Project sagte, gedient habe. Als Beleg und als mögliche Plausibilisierung für diese Annahme könnte man auf Rembrandts Rötelzeichnung eines sitzenden Greises mit gefalteten Händen in Berlin verweisen, die Sie hier links sehen, von der bislang angenommen wird, dass sie als Vorlage für Rembrandts Radierung mit demselben Kopf des Alten, das ist die kleine Radierung rechts daneben, als Vorlage gedient hat. Die Weimarer Zeichnung wurde dann von Werner Szymowski als ein Werk Ferdinand Beuths bestätigt, wodurch sich folgerichtig eine spätere Datierung des lesenden Alten ergab, da Boll erst in der zweiten Hälfte der 30er Jahre in der Werkstatt Rembrandts tätig war. Von Boll sind jedenfalls Kopien nach Gemälden Rembrandts bekannt, so etwa nach dessen Fahnenträger, wir haben das Gemälde gestern gesehen, die Zeichnung befindet sich in London, oder nach Rembrandts Minerva. Die signierte Boll-Zeichnung in der Mitte befindet sich in Amsterdam, aber passt das Weimarer Blatt stilistisch in diese Reihe? Wir glauben eher nicht. Mit Hilfe jetzt der Röntgenfluoreszenzuntersuchung sind wir nun in der Lage, die Unterzeichnung, die wir unter der vor allem mit dem Pinsel ausgeführten Zeichnung nur erahnen können, freizulegen. Kommt Carsten wieder? Ja, hier haben wir ein kleines Problem. Gewöhnlich ist die schwarze Kreide unter der Tinte in Verwendung der Vorzeichnung zu finden. In diesem Falle jedoch über der Eisengallus-Tinte zu finden. Die eben erwähnte Technologie mit der Infrarotreflektographie funktioniert in diesem Falle nicht. Wir könnten ausschließlich das kohlenstoffhaltige schwarze Zeichenmittel sehen und die Eisengallus-Tinte verschwindet. Mithilfe des Multispektralverfahrens aber auch der Elementverteilungsbilder, das haben wir hier für das Element Eisen wieder freigestellt, die Eisengallus-Tinte als Vorzeichnung in Verbindung mit dem Rötel, der auch in der Vorzeichnung Verwendung fand, besonders hier im Rocksaum. Auch Hauptelement Eisen ist eben dann beides in einer Abbildung zu sehen. In diesem Beispiel hier habe ich aber unter Verwendung der Hauptkomponentenanalyse und den 8 Multispektralaufnahmen verschiedene Clusterbilder errechnet. Diese Darstellung hebt das sich am deutlichsten zu verändernde Material hervor und dies ist in dem Fall die Tinte. Im nahen Infrarotbereich kaum sichtbar, im Ultraviolettbereich deutlich verstärkt. Das gleiche gilt auch für Rötel in diesem Fall und somit sehen wir nicht so intensiv wie die Eisengallus-Tinte hier im Bartbereich, im Prinzip das, was die Radierung auch zeigt, sondern dann hier auch im Rocksaum. Ich zeige bewusst diese Abbildung aus der MSI. Nicht jede Sammlung kann sich einen M6 anschaffen. Hierbei hätten wir eine vergleichbare Aufnahme in dem Elementverteilungsbild Eisen, wie gerade gesehen. Zum Vergleich dieses Bild hier, und da wurde die Spektralaufnahme, dauert in der Anfertigung 5 Minuten. Ein Mikro-XRF-Scan auf diese Größe würde ca. 15 Stunden brauchen, um die Daten aufzunehmen. Okay, dann machen wir gleich das nächste Tier. Mit Hilfe jetzt der freigelegten Unterzeichnung können wir gewisse Rückschlüsse auf das Prozedere der Zeichnung, auf ihr Entstehen ziehen. Erstens, die Freilegung der Unterzeichnung in Feder und Pinsel liegt nahe, dass Rembrandts Radierung von 1631 als Vorlage für den Kopf des Alten gedient hat, auch wenn sie gewissermaßen um 180 Grad gewendet ist. Denn die Zeichnung zeigt nicht einfach nur dasselbe Modell, sondern der Kopf des Alten ist, wie die Überblendung von Radierung und Zeichnung verdeutlicht, gleich groß. Bei der Übertragung wurden einzelne Markierungen der radierten Vorlage im Größenverhältnis somit 1:1 mit der Feder übernommen, bevor es in einem zweiten Schritt darum ging, die Physiognomie des Alten nach der Vorlage mit dem Pinsel sorgfältig grau in grau zu modellieren. Dabei kam es dem Zeichner offensichtlich darauf an, den malerischen Effekt, der von Falten durchfurchten Stirn, wie ihn die Radierung zeigt, mit dem Pinsel nachzuahmen. Auch wurden die Lichtzonen auf der Stirn wie auf dem Nasenrücken genau übernommen. Interessanterweise gleicht das Erscheinungsbild der Zeichnung daher einer überarbeiteten Radierung vom Kopf des Alten im Reichs
Das ist sie schon, genau. Interessanterweise gleicht das Erscheinungsbild der Zeichnung daher einer überarbeiteten Radierung vom Kopf des Alten im Reichsfremdenkabinett, die Sie rechts sehen, auf dem die krausen Barthaare mit der Feder in Eisengallustinte verstärkt wurden, angeblich von Rembrandt selbst. Und auch auf dem gezeichneten Bildnis Rembrandts, was Sie oben rechts sehen, das sich ebenfalls in Amsterdam befindet, ist eine ähnliche Kombination von Pinsel und verstärktem Einsatz zu betrachten oder zu beobachten. Dies deutet darauf hin, dass es sich bei der Kombination von Pinsel und Feder zur Erzielung bestimmter ästhetischer Effekte um eine durchaus übliche Praxis in der Werkstatt Rembrandt um 1630 gehandelt hat. Konnte sich der Zeichner also beim Kopf des Alten auf eine bereits vorhandene Vorlage beziehen, so musste er dessen sitzende Haltung entweder erst noch entwerfen oder, was wahrscheinlicher ist, mit Blick auf das bereits fertige Gemälde in Paris von dort frei auf die Zeichnung oder für die Zeichnung übertragen. Diese Annahme würde jedenfalls die ausführliche Vorzeichnung in Feder mit Eisengallustinte erklären, in diesen Partien. Auf der Grundlage dieser Vorzeichnung wurde dann die Feder des sitzenden Alten auch auf dem Hintergrund oder der Hintergrund weiter überarbeitet. Ich würde jetzt angesichts der Zeit das canceln lassen. Gut. Ja? Alle die anschaulichen Indizien, die wir Ihnen genannt haben, sprechen dafür, dass die Weimarer Zeichnung eng mit der Entstehung sowohl der Radierung als auch mit der Berliner Zeichnung um 1630 sowie mit dem Pariser Gemälde zusammenhängt. Wir haben das hier nochmal in einem Tableau zusammengefasst. Und hat die Zeichnung wirklich eine solche schlechte Qualität, wie das Rembrandt Research Project meint? Wir glauben nicht. Auch wenn wir die Zuschreibung des lesenden Alten an Rembrandt hier nicht vorschlagen wollen, so lässt sich doch in diesem Fall tatsächlich von einer Satellitenzeichnung sprechen, um den Begriff von Ernst van der Wetering noch einmal aufzugreifen, die um 1630, 1631 in der Werkstatt Rembrandt entstanden sein könnte. Mit der Rückführung des Blattes in diesen Werkstattkomplex Rembrandt ist ebenfalls eben dann die Frage nach der Autorschaft neu zu stellen, da die bisherige Zuschreibung an Ferdinand Boll mit guten Gründen, wie wir hoffen, aufgegeben werden kann, wie letztlich auch dann der stilistische Vergleich der Blätter in London, Amsterdam und Weimar zeigt. Wir kommen jetzt ganz schnell nochmal zu unseren letzten zwei Beispielen. Wir haben 10 Minuten Zeit. Eine halbe Stunde besser. Die Tintenanalyse. Erstmals sind wir in der Lage, mit Hilfe der Röntgenfluoreszenzanalyse überhaupt die objektive Materialität einer Zeichnung zu bestimmen, etwa die Zusammensetzung der verwendeten Tinten, mit denen eine Zeichnung ausgeführt wurde. Bislang finden wir in allen Publikationen über Rembrandts Zeichnung Lot und seine Töchter, das Blatt sehen Sie hier links, eine Zeichnung aus der zweiten Hälfte der 1630er Jahre, nur den Hinweis Feder in Braun als Materialangabe. Mithilfe der Röntgenfluoreszenzanalyse ist es aber möglich, die von Rembrandt verwendete Tinte als eine Eisengallustinte zu bestimmen und darüber hinaus in ihrer ganzen materiellen Diversität zu spezifizieren. Der Fingerprint, wir berichteten bereits bei unserem ersten Online-Auftritt aus der Werkstatt davon. Dabei wird das Papier, also der Träger und das Papier mit dem Zeichenmaterial gemessen. Ja, in dem Fall der Tinte gemessen. Um die reine Tintenzusammensetzung zu erhalten, ziehen wir mit einem von Herrn Hahn aus der Bundesanstalt für Materialforschung entwickelten komplexen Verfahren das Papier, also den störenden Untergrund, den Träger, von der Tinte ab. Somit erhalten wir im Anschluss noch normiert auf Eisen, dem Hauptelement einer Eisengallustinte, ein Ergebnis, den sogenannten Fingerprint, wie Sie hier oben sehen. Den Fingerprint, dass wir mit einer weiteren. So, ja. Diesen können wir dann vergleichen mit genauso hergestellten Fingerprints aus anderen Messungen von anderen Blättern, was den großen Vorteil hat, dass wir eben gleiche Tinte auf unterschiedlichen Papieren wieder zusammenführen können. Hier unten sehen Sie noch einmal ganz, ganz speziell so ein Fingerprint, quer zur Linie durchgemessen, ein Line-Scan. Wir befinden uns in diesem Bereich im Papier. Das ist nur noch mal zur Verdeutlichung über den Fingerprint. Und hier, wo es ansteigt, hier in dem Fall das Eisen und hier das Calcium, da ist die Tinte. Und dann geht es wieder runter und wir wären wieder im Papierbereich. Und diesen Bereich ziehen wir von diesen ab und alles das, was dann übrig bleibt, das zeigt den Fingerprint.
Und auch eine weitere Rembrandt-Zeichnung im Weimarer Bestand, etwa eine typisch holländische Landschaft mit einer Bauernkarte an einem Flussverlauf aus den 1640er Jahren, wird etwa im Katalog von Chapon noch mit dem Hinweis Feder in Braun, Braun laviert beschrieben. Im Unterschied aber zur frühen Lotzeichnung ist diese Federzeichnung mit einer Tinte ausgeführt worden, bei der durch die Materialanalyse das für die Eisengallustinte charakteristische Schwefel nicht nachgewiesen werden kann. Wir haben es mit einer Variante dieser Tinte zu tun, die erstmals überhaupt nachgewiesen werden konnte. Und auch unsere Kollegin Birgit Reisland in Amsterdam oder Antje Penz in Berlin konnten diese Tinte auf Zeichnungen auf anderen Zeichnungen Rembrandts in den beiden Kabinetten finden. Wir kommen jetzt zum fünften Beispiel. Das ist jetzt die Zusammenführung für die Mannigfaltigkeit der Tintenanalyse. Doch bei der Untersuchung einzelner Zeichnungen kann es nicht bleiben. So haben wir in Weimar die Tinten aller Rembrandt-Zeichnungen und aller Schülerzeichnungen gemessen, sowohl aus der Goethe-Sammlung wie auch aus der Großherzoglichen Sammlung. Für den Weimarer Bestand konnte dadurch festgestellt werden, dass die Zeichnungen grundsätzlich mit den beiden bereits oben genannten Tinten ausgeführt wurden. Sowohl mit einer klassischen Eisengallus-Tinte und mit einer Tinte, der das Element Schwefel fehlt und die mit einem recht reinen Eisenvitriol angemischt wurde. Diese beiden verschiedenen Tinten verteilen sich über den gesamten Bereich an Rembrandt-Zeichnungen in Weimar und erlauben es, diese zunächst nach anderen als stilistischen Gesichtspunkten in Versuchsreihen anzuordnen. Eine erste Konsequenz aber aus diesen beiden Reihen ist, wenn wir sie miteinander vergleichen, dass sie anhand der Tintenzusammensetzung das zeichnerische Werk Rembrandts nicht spezifizieren können, da Rembrandt, sofern die aktuellen Zuschreibungen von Peter Schadborn immer noch stimmen, mit beiden Tinten gearbeitet hat, wie auch seine Schüler auf die beiden Tinten zurückgegriffen haben. Interessant aber ist, dass sich die Zeichnungen aus der ersten Gruppe, die mit der klassischen Eisengallus-Tinte ausgeführt sind, über einen größeren Entstehungszeitraum hinweg verteilen lassen. Wir finden in dieser Gruppe Rembrandt-Zeichnungen aus den 1630er Jahren, wie die Lotzeichnung, aber auch Rembrandt-Zeichnungen aus den 40er und 50er Jahren. Und auch die Schülerzeichnungen lassen sich über drei Jahrzehnte von den 1640er bis in die 1660er Jahre verteilen. Hingegen finden wir für die zweite Gruppe an Rembrandt-Zeichnungen mit der modifizierten Eisengallus-Tinte augenfällig mehr Zeichnungen aus der zweiten Hälfte der 1640er Jahre. Und wenigstens drei oder vier dieser Zeichnungen in Weimar gehören dabei zu einer Gruppe von Zeichnungen, von denen man bislang angenommen hat, dass sie auf bräunlich eingefärbten Papieren ausgeführt worden sind. Ob das tatsächlich der Fall ist, wurde in letzter Zeit auch von den Kolleginnen aus Amsterdam angezweifelt. Wie dem auch sei, auffallend ist, dass proportional mehr Zeichnungen aus dieser zweiten Gruppe die nicht klassische Eisengallus-Tinte aufweisen. An dieser Stelle wird aber sofort einsichtig, wie notwendig es ist, die hier in Weimar gewonnenen Untersuchungsergebnisse mit anderen Zeichnungsbeständen, wie etwa in Amsterdam, Berlin und Dresden, abzugleichen, um so nachhaltigere Aussagen über die verwendeten Tinten zu erlangen. Ich glaube, das wäre so der erste Überblick, Carsten, den wir versuchen so zu geben. Ich könnte das einmal noch ganz kurz zusammenfassen. Anhand der fünf Weimarer Beispiele wird ersichtlich, dass man die Einbindung der Materialanalyse durchaus sinnvoll in die Zeichnungswissenschaft einführen kann. Die erneute Integration von bislang aus dem Rembrandt-Werk ausgeschiedenen Blättern und deren Zusammenführung zu neuen Werkstattkomplexen, wobei sich mitunter, wie das Frankfurter Blatt zeigt, die Autorfrage Rembrandt oder nicht ganz konkret stellt. Damit gewinnt die Zeichnungswissenschaft auch Anschluss an das Bestreben von Ernst van der Wetering, abgeschriebene Gemälde wieder in den Kontext der Werkstatt zu integrieren. Der Ausdruck Satellitenbild hat somit auch Erschließungskraft für die Zeichnung, wie das dritte Beispiel des lesenden Alten gezeigt hat. Kein Ferdinand Boll, ruhig weiter bitte, sondern eine um 1631 entstandene Zeichnung im unmittelbaren Aktionsradius von Rembrandt. Der Nachweis, dass wohl der größte Teil der sogenannten Wiederholungen oder Kopien tatsächlich Pauskopien sind, lässt die Frage nach dem Kopienwesen in Rembrandts Werkstatt erneut akut werden. Zum einen gibt es nur sehr wenige Kopien nach frühen Rembrandt-Zeichnungen aus den 30er und 40er Jahren. Eigentlich gibt es keine einzige freihändige Kopie.
Zum anderen aber sind die meisten anderen Kopien aus den 40er, 50er und 60er Jahren ausschließlich Kopien nach Schülerarbeiten. Das macht hellhörig und sollte uns zu bedenken geben, ob es sich nicht um später, das heißt außerhalb der Werkstatt, entstandene Kopien handelt und damit letztlich um Fälschungen. Viertens, die Untersuchung der Rembrandt-Tinten erlaubt es abschließend, über die stilistische Bestimmung hinaus neue Reihen von Rembrandt-Zeichnungen oder Tableaus zu kreieren, die auf mögliche neue Werkkomplexe schließen lassen. Ja. Darf ich noch das Schlusswort? Ja, ganz kurz. Ja, ich möchte das Schlusswort nutzen und noch einmal die Wichtigkeit unterstreichen, mit dem Austausch von Messdaten zu beginnen. Vergleichbar dem Austausch, ja sogar dem Bereitstellen von ganzem Bildmaterial in Online-Datenbanken. Daher haben wir uns entschieden, den in den letzten 3 Jahren erhobenen Datenbestand zu den 1500 niederländischen Zeichnungen in einer Datenbank online zu stellen, um auch den Kollegen aus anderen Sammlungen international die Möglichkeit zu geben, mit diesen Informationen verschiedene Rätsel und Fragestellungen in den eigenen Sammlungen lösen zu können. Aber auch erst eine größere Statistik, also eine ganze Sammlung von Fingerprints, lässt uns etwas Verbindliches zu einem einzelnen Künstler sagen, in diesem Falle zu Rembrandt. Und wenn wir mit dem Austausch beginnen und eine größere Statistik haben, dann schaffen wir es auch wirklich, eine etwas aussagekräftigere Materialitätsantworten in die Kunstgeschichte hineinzubringen. Vielen Dank.